Zwei Jahrzehnte lang wirkte Joseph Jongen am Königlichen Konservatorium der belgischen Hauptstadt Brüssel. 1920 erhielt er dort eine Professur für Kontrapunktik, die Kunst der Fuge. 1925 wurde er Direktor des Instituts. Für den Orgelwettbewerb des Konservatoriums komponierte Joseph Jongen 1937 ein Petit Prélude als Vorspielstück. Die meditative Miniatur beginnt mild und leise in G-Moll, nimmt eine Wendung ins Lydische, moduliert so kunstvoll wie unprätentiös durch entfernte Tonarten, kehrt verwandelt an den Anfang zurück und bleibt in seiner Hauptstimme im Récit immer cantabile. Vom ersten bis zum letzten Takt reicht der Atem der alles tragenden gesanglichen Melodie.